Und jetzt geht es also darum, diese Seite mal zu bearbeiten. Bleiben wir gleich bei dieser Einstiegsseite. Ich möchte da ein bisschen aufräumen. Das Wort der Woche und den Schüler der Woche, darauf kann ich getrost verzichten. Ich klicke auf Seite bearbeiten und wähle den ersten Block aus, indem ich draufklicke und wähle entfernen und genauso beim zweiten Block. Und du siehst, es beginnt jetzt sogleich mit diesen beiden Blöcken zu aktuellen Mitteilungen, Recent Announcements und Homework Assignments. Dass die Englisch sind, ist im Moment ein bisschen ärgerlich. Das werden wir gleich ändern. Ich speichere wieder und bin wieder zurück in dieser Übersicht. Um jetzt also da diesen ganzen Block zu ändern, könnte ich hier auf weitere Anzeigen gehen oder auch zu beiden Blöcken gibt es auch einen eigenen Menüpunkt, könnte ich auch dort die Voreinstellung vornehmen. Ich gehe jetzt also auf weitere Anzeigen und jetzt bin ich also in diesem Bereich Class Announcements. Das sind also eigentlich die News. Auch hier wieder möchte ich das ändern, das Anpassen, Seite bearbeiten und ich wähle mal einen anderen Titel. Ich kann hier jetzt jeden einzelnen Beitrag ändern. Nehmen wir mal den hier, indem ich auf den Link klicke oder darunter hat es auch Mitteilung bearbeiten, es kommt auf selber raus. Jetzt bin ich in diesem Artikel drin. Im Grunde genommen ist das also ein Block, der eben die verschiedenen Beiträge chronologisch sammelt. Und jetzt kann ich diesen einzelnen Beitrag wieder ändern, indem ich den Text überfahre und einen Text schreibe, indem ich ein Bild einfüge oder was auch immer. Du siehst hier, hast du ähnlich wie bei Word die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten über Einfügen, hast du eine riesige Anzahl von Möglichkeiten, was du alles einfügen kannst, von einem Bild über Links zu einem Inhaltsverzeichnis und da alles diese Google-Tools, einen Kalender, ein Diagramm, eine Textdatei, eine Zeichnung, Fotogalerien, Präsentationen, Tabellen bis hin zu Videos. Also es ist alles möglich und alles umfasst also dieses Google-Universum und lässt sich sehr einfach dann eben auf dieser Webseite einfügen. Ja, lassen wir es mal bei dem. Titel ist natürlich jetzt auch ein bisschen komisch, den ändere ich nochmals kurz. So, speichern. Dann haben wir zurück bei Class Announcements. Das hat es nicht übernommen, merke ich, die News. Das muss ich nochmals speichern. So, habe ich noch zwei Artikel, die ich gar nicht brauche. Auch hier wieder klicke ich darauf und wähle nun jetzt aber bin schon im Bearbeitungsbereich gewesen, wähle hier jetzt weitere Seite löschen. Ich werde gefragt, ob ich das wirklich will und weg ist sie. Dasselbe für diese hier. Seite löschen. Und wiederum ist sie weg. Und unter meinen News habe ich jetzt nur noch diesen ersten Text 1. Einen neuen Text erstelle ich, indem ich da auf Neue Mitteilung klicke und neu beginne. Text 2. Könnte zu diesem Text auch gleich eine Datei hinzufügen. Das ist recht praktisch.
Wenn du also zum Beispiel zu einer Hausaufgabe noch eine Datei hinzufügen möchtest, die die Schülerinnen und Schüler lesen müssen, so wird das so gemacht. Das hat irgendwie nicht geklappt. So, und wenn ich jetzt wieder speichere, so siehst du, dass unter diesem Text jetzt eine Download-Datei ist, die allen Besuchern zur Verfügung steht. Ja, gehen wir wieder zurück zur Übersicht. Tja, das gibt jetzt viel zu tun. Jede dieser Seiten müsste jetzt noch bearbeitet oder gelöscht werden. Die Titel müssten geändert werden. Genauso für alle folgenden Bereiche in diesem Menü. Jede einzelne Seite müsste jetzt noch geändert werden. Ich möchte als letztes aber noch darauf eingehen, wie du eine ganz neue Seite machst. Das ist dieser Button hier. Ich nenne ihn mal Fundgrube. Und es soll ein Sammelsurium sein von vielleicht Links und möglicherweise auch Dateien. Das könnte einfach eine Webseite sein. Mitteilungen wäre so eine Bloggeschichte. Wäre vielleicht ideal. Ordner, das ist eine Download-Seite, wo also verschiedene Dateien untereinander aufgelistet werden und ich nehme jetzt mal Liste, damit du siehst, was es damit auf sich hat. Du kannst hier eben eine verschachtelte Struktur machen. Bei mir soll es jetzt aber auf der obersten Ebene sein, erstellen. Und jetzt werden mir verschiedene Vorlagen vorgeschlagen. Ich könnte zum Beispiel eben für eine Projektplanung so eine Liste machen mit allen Meilensteinen, die es zu erreichen gibt. Ich kann aber auch von Grund auf eine neue Liste erstellen und hier Spalte um Spalte definieren. Zum Beispiel die erste Spalte soll Name heißen, ist ein Text. Dann füge ich eine neue Spalte hinzu, die URL oder eben die Adresse, das soll eine URL sein. Und nochmals, das ist die Beschreibung. Das soll wieder ein Text sein. Ich speichere das. Und jetzt sieht das so aus. Im Moment ist sie natürlich leer. Ich kann da Elemente hinzufügen. Zum Beispiel unsere Schule. Die Website wäre und die Beschreibung, die gezeigt werden soll. Und ich speichere das. Und jetzt ist also unser erstes Listenelement drin. Du siehst, ich kann hier auch wieder Dateien hinzufügen, die dann im unteren Bereich aufgelistet werden. Und das ist jetzt schon gespeichert. Allerdings erreicht man diese Fundgrube jetzt gar nirgends. Die ist ja nirgends in diesem Menü drin. Das müssen wir noch machen. Entweder wiederum über die Website-Einstellungen. Ich erinnere an weitere Webseite verwalten oder auch direkt hier in Seitenleiste bearbeiten. Nehmen wir es mal in der zweiten Navigation. Geben wir gleich einen besseren Titel, weiteres. Und hier fügen wir jetzt diese Seite hinzu, die wir da in dieser Übersicht sehen. Klicke auf OK und die Fundgrube ist hier. Ich nehme sie noch ein bisschen weiter nach oben. OK und speichern das wieder. Und wenn wir zurückgehen, so siehst du, haben wir hier die Fundgrube mit unserer neu erstellten Seite.
Ja, das sind so die ersten Schritte. Natürlich habe ich jetzt bei weitem nicht alle Funktionen gezeigt, beispielsweise wie man einen Kalender einbindet oder eine Downloadseite gestaltet, wie man eine Fotogalerie eröffnet und so weiter. Das wäre dann Thema von weiteren Lernfilmen. Ich denke, mit Probieren, das geht ja letztlich über Studieren, wirst du vieles selber herausfinden. Und übrigens hat es hier eigentlich immer auch sehr viele Tipps. Einerseits hast du immer Tipps eingeblendet, die dir eben weiterhelfen. Auf Englisch zwar, aber ich denke, da kommt man schon zurecht. Und über weitere Google Sites Hilfe hast du eben eigentlich zu allen Themen, die überhaupt relevant sind, eben weitere Hilfen. Und da kommst du schon recht weit, denke ich. Ja, und nun wünsche ich dir viel Erfolg beim Erstellen deiner Klassenwebsite und natürlich dann auch viel Spaß beim Betrieb.